Wollt ihr alle aufs Trampolin? Nein! Und ab geht's auf die Trampoline in der Kirchheimer Max Arena. Eine willkommene Abwechslung für die ukrainischen Waisen- und Pflegekinder. Wir sind sehr dankbar darüber, was hier Tolles für unsere Kinder organisiert wird. Gerade sowas ist so wichtig, weil die Kinder haben in der letzten Zeit so viele grausame Dinge erlebt. Und es ist einfach schön zu sehen, wie sie hier laufen und lachen, was vor kurzem noch ganz anders war. Angekommen in Kirchheim sind die 50 Pflege- und Waisenkinder vergangene Woche Montag. Von 0 bis 18, jedes Alter mit dabei. Stemmen muss das Kirchheim aber nicht alleine. Als wir gefragt wurden, ob wir Platz haben für Pflegefamilien, haben wir natürlich sofort Ja gesagt, weil wir auch da helfen wollen. Und es funktioniert bisher sehr, sehr gut, weil wir viele, viele Helfer haben, weil wir auch die Stiftung haben, die uns dort unterstützt und weil wir auch viele Bürger haben, die solche Angebote wie heute ermöglichen. Wir haben WhatsApp-Verteiler und da wird auch nachts um 1 und um 2 noch geschrieben, hey, wir brauchen noch ein Babybett, hey, wir brauchen noch Klamotten, wir brauchen noch Hygieneartikel. Das schreiben wir uns nachts wild um die Ohren und irgendjemand besorgt es immer am nächsten Morgen. So viel Spaß dieser Vormittag beim Hüpfen und Springen auch macht, vergessen sind die Erlebnisse aus der Heimat noch lange nicht. Die Kinder haben viel mitbekommen in der Ukraine. Wenn sie jetzt zum Beispiel Flugzeuge hören, werden viele gleich nervös, weil das erinnert sie an die Angriffe von zu Hause. Grundsätzlich sind die Kinder oft unruhig und brauchen auch oft Ruhe. Die Max Arena hat diesen Ausflug kostenlos ermöglicht. Weiteres Programm, zum Beispiel im Haus der Begegnung in Kirchheim, finanziert die Initiative Lachen statt Angst. Mit dabei waren unter anderem bisher Clowns und spielerische Deutschkurse. Mit Erfolg. Wir haben jetzt schon ein paar Tage später sehr viele Deutschwörter, die wir immer wieder hören. Also ein Hallo, guten Morgen, guten Abend, wie geht's? Das ist schon ganz normal. Innerhalb von weniger Stunden wurde das aufgenommen. Also das passiert sehr, sehr schnell. Das zeigt ja auch, dass sich die Kinder und Familien hier sehr wohlfühlen. Lachen statt Angst plant bereits weitere Ausflüge, wie zum Beispiel einen ins Kino. Wie auch Sie helfen können, finden Sie auf unserer Internetseite.